Sagen Sie bitte Ihre Prognose für diesen Kampf. Ich gehe natürlich davon aus, dass Vitali den Kampf gewinnt. Und wie gewinnt? Das spielt für mich keine Rolle. Ob man nach Punkten gewinnt oder durch K.O. gewinnt, Hauptsache Vitali gewinnt. Aber haben Sie einen Bauchgefühl? Das spielt für mich keine Rolle. Und wer kommt next? Auch das spielt aktuell keine Rolle. Momentan ist nur Fokus auf diesen Kampf. Wir haben überhaupt noch nicht über weitere Gegner nachgedacht. Erstmal nur dieser Kampf und dann ab nächste Woche, toi toi toi, alles geht gut, werden wir uns dann um andere Gegner kümmern. Und zum Beispiel nicht Povetkin, sondern Marco Cook sagt immer wieder, dass er mit einem von den Klitschko kämpfen will. Was können Sie dazu sagen? Weil Hogi im Kruse gegen Boxen, das ist doch gar kein Thema. Momentan, ich glaube, aber ich meine, in den letzten Kämpfen... Marco Hug ist ein völlig unbekannter Mann im Schwergewicht, der noch nie einen Schwergewichtskampf gemacht hat. Warum sollte Vitali gegen Marco Hug boxen? Das ist überhaupt kein Interesse beim amerikanischen TV. Ich glaube, auch RTL hat kein Interesse an dem Kampf. Deswegen ist das gar kein Thema. Ich meine, ich habe auch nicht gehört, dass Marco Hug gegen Vitali boxen. Ich meine, dass in ihren letzten Kämpfen die Brüder haben eigentlich die oder ehemalige Cruiser gekämpft. Und Hook auch ist einer. Aber ich glaube, Hook muss erstmal ein paar Kämpfe im Schwergewicht machen, wie die anderen, die waren. Adamek ist ja auch nicht, hat ja auch nicht gleich den ersten Kampf gegen einen der Klitschkos gemacht, sondern erstmal ein paar Kämpfe im Schwergewicht. Deswegen ist das völlig illusorisch. Und was mit Mr. Povetkin? Ich glaube, er bleibt wahrscheinlich einer der wenigen Studenten, Deutsche, den sehr wahrscheinlich Interesse haben können. Ich glaube, das Interesse ist nicht besonders groß bei dem Kampf von Povetkin gegen Chagayev um diesen Titel, in Anführungszeichen, haben etwas über 3 Millionen Zuschauer zugeschaut. Das Interesse ist also nicht besonders groß. Aber in Russland, in der Ukraine, oder ist diese Mama nicht interessant? Und heißt das, dass aber irgendwann wahrscheinlich Povetkin müsste, oder nicht Povetkin, sondern Wladimir müsste seine Super... Genau, März 2013. März 2013 ist die Deadline. Ich habe am Montag mit Vitali gesprochen und hat gesagt, wahrscheinlich 2012. Ja, aber das weiß ich besser, ehrlich gesagt. Ja. Okay, vielen Dank, Herr Also März 2013. Ja, und viel Erfolg. Dankeschön. Wir dürfen eines nicht vergessen. Wir haben zweimal die First Bit gewonnen gegen Kovetkin und er hat uns zweimal hängen lassen. Warum sollten wir jemandem hinterherlaufen, der gar nicht gegen Vitali gegen Wladimir Box ist? Das ist das Problem. Aber Ihre Meinung über den Kampf gegen Chigaev? Ich meine, nicht kommerzielle, sondern rein. Viele sagen, das war ein spannender Kampf. Ja, es war auf einem weniger guten Level ein spannender Kampf. Aber Chagayev war enttäuschend, weil wenn Chagayev in der 6. Runde weiter so geboxt hätte, dann da hatte Povetkin wirkliche Probleme. Und von Povetkin war es okay, aber es war keine große Leistung, weil in der Defensive war er ganz spät. Vielen Dank, Herr Alles klar. Und falls Sie so auch eine